Hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von WoW. Weiter geht's. So, Schweißfelds-Tiefen haben wir abgeschlossen. Alles gemacht, alles erledigt, alles getan. Jetzt stehe ich hier vor dem Raids, der geschmolzene Kern. Der ist hier oben, da ist die Prüfung der 7. Da geht's zum Boss hin, also mit den beiden Fackeln, Schwarzfels, Schattenfackeln. Geht dann zum Endboss halt. Und da vorher ist halt rechts hier runter der Weg zum geschmolzenen Kern. Ich hoffe mal, dass ich schon mal den Angel schon mal hier reingenommen. Jetzt bei den einen optionalen Boss, glaube ich, ist das aber nur auch machen können. Mal gucken, ob wir den noch finden. Ich glaube, das auch so klappt. Ich habe ja noch nie gemacht. Den Raid habe ich schon mal gelaufen, ja. Aber halt, ne, weil ich wusste nicht, wie ich an den letzten reinkommen sollte, wie ich nur gelesen gehabt. Man muss angeln können. Ich weiß nicht, ob man eine bestimmte Stufe für braucht. Weiß jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Ich habe einfach mal angeln genommen, ich glaube nicht. Braucht man, glaube ich, keine besondere Stufe für. Einfach nur, man muss angeln können. Das habe ich noch im Hinterkopf behalten. Dann machen wir das doch auch mal. Feuerkehren. Das ist aber auch ein bisschen komisch, dass in einer Instanz Eingang zu einem Raid ist. Das ist auch ein bisschen komisch, aber okay. Egal. So. Du auch. Wieder alles mitnehmen, wie immer. So, ihr beiden. Ja. Ist auch nicht so groß, der Raid. Nicht so sehr. Ja, das ist auch schon alles. Nee, da gehen wir nicht lang, wir gehen da lang. Kernhund. Ach, ist noch einer. Nimm mal auch noch einer mit. Weil, glaube ich, den Kernhund, glaube ich, kriegt man als Begleiter, wenn man BOW hat. Und dann Diablo 4, glaube ich, gekauft, kriegt man den, glaube ich, einmal geschenkt bekommen. Als begleitenden Kernhund. Irgendwas war da. Oder man hat Diablo 4. Kriegt man, glaube ich, einen in WoW, glaube ich. Moment. Wo sind meine Sammlung, ne? Sammlung, ja, genau. Dann habe ich dann hier geschenkt, den Kernhund. Dunkleisen-Kernhund. Ach nee, der war ja für Dunkleisen-Zwerg. Habe ich mich jetzt vertan. Aber irgendwas war da. Da habe ich in Diablo 4 als Begleiter bekommen. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Natürlich habe ich auch Diablo 4 gespielt, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bisschen komisch, bisschen seltsam. Bisschen enttäuschend ist es schon. Aber egal, ich warte immer noch auf die nächste große MMO-Hoffnung, Throne and Liberty. Sollte auch jetzt irgendwann im Frühjahr starten. In Korea ist sie, glaube ich, schon gestartet, aber uns soll es auch jetzt im Frühjahr kommen. Mal sehen. Und wann Ashes jetzt auf Creation kommt, steht noch in den Sternen. Das kann noch Jahrzehnte dauern. Das ist irgendwie schon seit gefühlt 40 Jahren in Entwicklung und nichts kommt da. Gar nichts kommt da. So, ach mal da. Genau, hinten in der Ecke. Ja, du bist der Nächste. Du bist der erste Boss hier im Raid. Zack, der ist auch schon weg. Komm. So, ein Aquamarin. Nehmen wir natürlich mit. Die böse Stein. So, Lavakern. No. Braucht man, glaube ich, dafür die Questreihe in Schwarzfelstiefen. Deswegen ist der Raid wohl auch hier in der Instanz drin. Aber schon ein bisschen komisch. Komisch. Feuerkern, genau, das findet man hier alles im Raid. Dann werde ich auch noch dann gleich abgeben, wenn wir alles zusammen haben. Aber ich jeweils zweimal müssen wir das finden.
Lavakern, Erdenkern, ja, ich nehme mir das also alles. Und natürlich eine Dunkeleisenvorkommen, klar. Das kann man natürlich nicht abbauen, weil wir keinen Bergbau haben. Da können wir definitiv die Quest nicht machen, aber den anderen könnten wir natürlich dann annehmen, abgeben, fertig. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also machen wir hier den Raid. Die ersten beiden haben wir schon, Gar und Gehennas. Kommen die nächsten beiden. Bam, bam, bam. Du weg, du weg. Ja, gar nichts. So, weiter geht's. Shazra dürfte einer sein. Zeig ich das auch nicht in der Questreihe an. Ne? Also gibt ja keine Quest dafür. Auch ein bisschen komisch. Vielleicht weil der Raid in der Instanz ist, kann die sein. So. Und meine nächsten Bosse sind zwei sogar. Shazra und Baron Geddon. Auch gleich mit erledigt. Einfach alles platt machen, was man sieht. Ganz einfach. Kein Thema. Was Shazra, wo ist denn der Baron? Gar nicht so gesehen. Lavakern. Bin jetzt auch nicht mehr im Baron. War aber auch scheinbar hier irgendwo gewesen. Egal. Was weg ist, weg. Wenn er Kohle braucht, ne? Hier ist Kohle. Ne, Elementarerde, wo ist die Kohle? Da ist die Kohle. Da, wenn er Kohle braucht, ne? Hier ist Kohle. Ja, Vorlage. Kurz die Vorlagen durchgehen. Ob wir irgendwas Neues drin haben. Feuerkern, ja, bald natürlich dann erstmal dann. Lavakern genauso, Erdenkern, ja. Schmuck muss nicht sein. Nö, haben wir alles. Na, da habe ich soweit alles. Ich habe natürlich vorher alles verkauft, ne, beim Händler, beim Eingang der Instanz. Alles verkauft, dass wir wieder Platz haben im Inventar. So, gucken. Da ist nichts mehr. Jetzt kommt hier der nächste, der Sulfuron Herold, mein Gott, wer legt sich solche Namen aus? Oh, Kohlemarkt der Verbrenner. Das machen wir jetzt nicht mehr, wenn wir auch dann gleich da sind. Hier erstmal alles durch, alles ablaufen hier, jawohl. Ich habe kein Ziel. Ich auch nicht, und jetzt? Hey du! Da war noch was. Ich brauche ein Ziel. Schon weg. So, wo geht's denn hier hin? Wo sind wir denn jetzt? Den Boss müssen wir natürlich erstmal machen. Ich bin hier in die Ecke rein. Da ist er ja. Sulfuron Herold. Besiegt 5 Schlachtzugsergebnisse. Ah. Ah, egal. Machen wir. Erledigt. Weiter geht's. So, du auch noch. Ja, du auch. Lavakern. So, müssen wir wieder zurück. Und dann rechts über den Kernmächen gerne noch mitnehmen. Komm her, du. Jawohl. Auch dieses. So, müssen wir wohl hier. Ja, hier rechts hoch, genau. Müssen wir hier hochgehen. Und dann rechts rum. Erst ist noch ein Boss.
Gepär. Ein Kernhund, Feuerlord. Die können nix, die haben nix, die machen nix. Oh, ja, mein nächsten. Na, noch nicht? Ne, wo ist denn? Wer ist der überhaupt? Majordomus Exekutus. Muss man erst irgendwie beschwören oder so, den Rest fertig machen oder was? Gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Noch vielleicht zum Schluss nochmal, am Schluss mal hin. Diese müssen erstmal triggern müssen. Irgendwie, machen wir zum Schluss nochmal. Gehen wir erstmal weiter. Jetzt kommt hier der nächste. Golemark, der Verbrenner, den wir gerade schon gesehen haben. Lavavernichter. Ich bin auch so ein Lavavernichter, oder? Ich habe mich vernichtet. Ach, der ist er ja. Golemark. Sulfurenblock. Okay. Ich sehe nichts. Ich sehe wieder was. Das müssen wir den ganzen Weg zurück, ne? Ja. Ach, dann wäre es da oben lang gehen sollen. Dann nicht hier hinten, unten hin. Ja. Schade. Scheiße. Schitte. Da können wir nichts daran ändern. Müssen wir halt nochmal zurück. Gehen wir mit ihm zusammen. Ist er nicht so weit. Dauert nicht so lange. Hier unten müssen wir, ne? Genau. Genau, und dann rechts. Dann hier rechts. Dann nach links. Aufpassen, nicht runterfallen. Sind schon einige Bosse, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bosse. Für so einen kleinen Raid. Das ist schon ziemlich viel. Aber egal. Komm. Gehen wir eben dahin. Neben dem anderen mal, glaube ich, wo ein anderer Raid gewesen. Fällt mir gerade so ein. Das war ein anderer Raid, müsste das sein. Ich war aber schon lange nicht mehr da drin. Lange nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass sie das mittlerweile was geändert haben. Kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. So intensiv spiele ich es nicht. So intensiv nicht. Komm ich mal dann erst zu ihm hin. Ne, erst die anderen beiden. Erst die anderen beiden. Weiter oben. Mach mal die zuerst. Jetzt hier rechts hoch. Sind wir auch schon gleich da bei den beiden. Sollte man doch erst hier lang gehen sollen. Ah, egal. Das heißt, wirklich so groß. Ne? Gibt es schon andere, haben wir schon andere Raids gehabt, wo auch 10, 12 Bosse drin waren, aber sehr geradlinig war und sehr viel laufen mussten. Hatten wir auch schon gehabt. Meine ich zumindest. Und dann kommt er erst noch. Oh, meine Flammenwichtel. Lavaboga.
Einmal Lucifron und Magma da. Die kommen gleich. Aber erstmal in die Ecken auch reinlaufen. Alles mitnehmen ja. Wegen vielleicht etwaige Loots, aber ist nicht wirklich was. Aquamarin kriegt man auch durch Bergbau. Einfach Erz abbauen, kriegt man auch die Juwelen, genauso wie in Guild Wars 2, genauso. Da ist nichts mehr? Nö, ist gar nichts. Nö, da ist nichts. So, gehen wir mal hier hoch. Lucifron! Zu weit entfernt. Kein Loot, kein Loot. Haben wir den ersten. Das Magma da. Der Herr der Kernhunde. Könnte man so sagen, ne? Könnte man so sagen. Ich brauche ein Ziel. Also in der Gruppe ist es bestimmt nicht ganz so einfach. Da muss man wahrscheinlich der Heiler viel heilen und der Tank viel Akku auf sich halten. Kann ich mir gut vorstellen. Wie viel noch? Kennhund sterben. So, mag mal da. Du bist auch dran. Hat ein bisschen mehr ausgehalten, aber erledigt. So, haben wir Dunkeleisen, haben wir die beiden auch erledigt. Gehen wir ganz geschwind zurück. Jetzt machen wir den einen noch in der Mitte da. Darüber bitte. Ach, das ist nur einer. Dass ich so alleine rumhängen muss. Erlöse mal dich von deinen Qualen. So, haben wir das auch erledigt. Jetzt noch hier in die Mitte kurz. Da war der Weg, genau. Ist natürlich vorteilhaft, wenn man eine Karte lesen kann, ne? Da noch kurz rein, dahin, da rum, da lang. Lavaboger dürfte nicht das Problem sein. Ragnaros Unterschlupf, wie heißt er denn überhaupt? Ragnaros, ja, passt ja. Ragnarok, also mit K, beschreibt, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, in der nordischen Mythologie das Ende der Welt. Oder wenn er so wollte, das Armageddon. Und vielleicht schon mal gehört bei, glaube ich, den Filmen mit Thor oder Avengers, wurde auch schon mal angesprochen. Ragnarok. Neben den Angeln war woanders gewesen, das sah aber auch so aus. Können wir bestimmt auch noch hin. Oh, und muss man den hier auch angeln? Ist nämlich noch nicht da. Das ist wohl so eine Schlange oder was? Die im Lava lebt oder wie oder was?
Sollen wir mal angeln? Hab ich sehr, sehr selten gemacht. Nix gefangen. Ich muss mal kurz nachschauen, wie man die beiden bekommt. Also den einen Boss in einem Raid auf alle Fälle, den kann man nur so bekommen. Ich schaue mal eben nach, wie die beiden funktionieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, man muss, um ihn hier zu bekommen, Majordomus Executus, muss man vorher alle anderen Bosse, also wie ihr es hier seht, ne, alle vorher erledigt haben. Dann erscheint er. Also er dann, ne? Dann kommt er erst. Machen wir das jetzt mal eben kurz. Schreckliche Sterbliche. Niemand fordert die Söhne der Elchmuster. Ja, jetzt auch heute ab. Unmöglich. Wenn man es auch fertig ist, auch die Kiste da. Haltet ein, ich gebe auf, ich gebe auf. In eurer grenzenlosen Unverfrorenheit wolltet ihr die Geheimnisse der lebenden Flamme an euch reißen. Schon bald werdet ihr die Leichtsinnigkeit eurer Suche bereuen. Ich werde euch nun verlassen. Es ist an der Zeit, den Herrn dieses Hauses herbeizurufen. Wenn ihr eine Unterredung mit ihm wünscht, werdet ihr diese mit eurem armseligen Leben bezahlen. Solltet ihr es dann noch wagen wollen, so sucht ruhig seine Ruhestätte auf. Ja, jetzt müssen wir nämlich jetzt erst kümmern zum letzten Boss gehen. Zu ihmchen da. Da gehen wir eben kurz hin, dann haben wir das mit auch fertig. Interessant war, ich bin gerade so zum Testen, ne, mal aus dem Raid raus. Jetzt bin ich ja auch komplett aus der Instanz raus. Dann habe ich zurückgesetzt. Werde ich wieder Schwarzplatztiefen gesucht. Das ist Raid. Der Raid wurde aber nicht zurückgesetzt. Ein bisschen komisch. Das war etwas seltsam, aber okay. Egal. So richtig, ne? Ja, genau. Na, auch schon gleich da. Hier ein bisschen schneller. Eile mal kurz durch die Gänge hier. Dann machen wir den letzten Boss auch noch. Dann haben wir Schweißfelstiefen und der geschmolzene Kern komplett fertig. Das wollte ich haben. Auch hier gibt es natürlich was für Erfolgsjäger, Legendaries und Set-Teile und all solchen Kram. Wer halt darauf aus ist, ne? Ihr findet ja komplette Tier 1 Set. Kann man hier wohl bekommen, auch nur von Tier 2 die Hosen, aber ich habe davon keine Ahnung. Da braucht ihr mich nicht fragen, wegen Transmog-Sachen oder sowas. Da ist er übrigens, Majordomus Executus, mit dem müssen wir reden. Dann erst kommt der letzte Boss. Dann haben wir dann den Raid auch komplett abgeschlossen. Ja, dauert ein bisschen, muss man leider ganz außen rumlaufen in den Lava. Nee, da kriegen wir zu viel Schaden. Möchte ich nicht riskieren. Gehen wir euch einmal komplett außen rum. Muss auch nur leicht wieder auf Screen komplett rauslaufen. Ja, egal. So. Müssen nur aus dem Rage raus, mir sofort aus der Instanz hier auch raus. Von daher ist das etwas erträglicher, aber schon ein bisschen komisch. So, da sind wir jetzt bei dem Majordomus Executus. So, reden wir mit ihm. Zählt mir mehr. Lass noch was zu sagen. Er hat uns ja ausgefunden. Wir sind gekommen. Wo ist dieser Meister, von dem er sprach? So, hol ihn raus, da, den kleinen Willi. Will die Flankengott. Ja, komm. Quatsch keine Opern. Hol ihn hoch, ist am Schlafe. Wo ist er? Sie, Ragnar.
Feuerfürsten. Er, der schon uralt war, als euch aber noch jung war. Verneigt euch vor ihm, Sterbliches. Verneigt euch vor eurem Untergang. Nicht so früh erweckt, Exekutors. Was hat diese Störung zu bedeuten? Diese ungläubigen Sterblichen, mein Fürst. Sie drangen in euer Allerheiligstes ein und trachteten danach, eure Geheimnisse zu stören. Ihr lasst es zu, dass sich diese Insekten im geheiligten Kern herumtreiben und nun führt ihr sie auch noch in meine Heimstätte. Ihr enttäuscht mich, Exekutors. In der Tat werde ich Gerechtigkeit walten lassen. Oh, das sind die Duren. Wo kann man dich jetzt endlich hier beseitigen? Nee. Mutig habt ihr nach der Macht von Ragnaros gesucht. Nun seid ihr sie aus erster Hand erfahren. Ja, das war's schon. Das war Exekutors. Nicht Exekutors, der Ragnaros. Genau. Da braucht ihr auch was, um ein Legendary herzustellen. Was habe ich da gehört gehabt, aber ich habe damit keine Ahnung. Aber wieder hier Vorlagen und Ende. Wie gesagt, ihr bekommt hier das komplette Tier 1 Set. Nee, Robins nehmen wir es jetzt nicht. Blutfanggrößen auch nicht. Kann ja sein, dass wir mittlerweile schon was geändert haben. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Was mich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht wirklich interessiert. Meine Vorlage, die nehme ich alle mit. Dann gucken wir mal kurz nach. Sulfuron-Block, den braucht ihr auf alle Fälle, wenn ihr das Legendary in Zweihandskolben herstellen wollt, braucht ihr den Sulfuron-Block. Und nur von dem Sulfuron dann halt bekommt im Raid, ne, ist klar. Und jetzt viele Sets dazugekommen, Gewänder-Szenarios. Mann. Ah, nochmal. Ursprungs Riesenjäger, Szenarios, ja, kriegt ihr schon viele verschiedene. Ornate Arkanisten, viele verschiedene Set-Gegenstände. Verschiedene Sets auch. Ich gehe noch kurz eben durch, wegen. Vorlagen, die möchte ich schon gerne mitnehmen. Wenn wir sie finden, nehme ich sie natürlich mit. Klar, warum nicht? Aber ich scheinbar nichts mehr, das haben wir wohl alles. Ja, dann haben wir alles. Okay, dann können wir rauslaufen. Also machen wir eben noch zusammen, laufen noch komplett eben raus. Aus dem Welt sind wir auch aus der Instanz automatisch hier raus. Können wir jetzt hier hinter auch schon mal einen Haken machen, haben wir auch erledigt. Schwarzwaldstiefen und der geschmolzene Kern. Auch erledigt, sehr schön. Bam, 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 bam. So. Ja, dauert mal ein bisschen, ne? Ja, ist viel im Kreis laufen. Ja, wenn man hier nicht schnell laufen kann, ist es echt blöd. Es war klein, der Raid, ne, aber viel laufen. Sehr viel laufen. Da war ich zumindest mal in einem anderen Raid gewesen. Da war, wie gesagt, ziemlich geradlinig. Aber auch viele Bosse drin. Aber halt sehr lang. Sehr, sehr lang. So, jetzt hoch, genau, ganz nach oben, dann links rum, dann haben wir es auch schon. Dann haben wir jetzt auch das erledigt. Auch die Quest fertig. Was haben wir noch? Verwüstete Lande, Burg Netagarde müssen wir noch. Beutebucht Schlingerntal zurück, ja, müssen wir auch noch. Nördliches Brachland ist doch in Ratchet, genau, schon ist mich, Kalimdor, genau, da
westliche Kontinent von Horde. Aber können wir auch mit der damit Allianz ein paar Gebiete machen. Genauso wie Tanaris. Müsste, glaube ich, auch drüben sein in Kalimdor. Meine ich zumindest. Dann können wir jetzt hier auf alle Fälle noch zwei Quests abgeben. Noch machen. Und noch ein Gebiet. Dann haben wir das schon mal östliche Königreiche erstmal durch. Komplett durch. Jo, zwei Quests, ein Gebiet, dann haben wir es. Dann haben wir das schon mal komplett fertig. So, jetzt gehen wir hier aus dem Raid raus und dann leichtet sich auch aus der Instanz raus. Ist ein bisschen komisch. Aber egal, klingt komisch, ist aber so. So, das ist nämlich der NPC. Da loot es Vollspalter und hier sind wir wieder. In der singenden Schlucht. Da war ein Schwarzfallstiefen, der war wieder nicht da. Der Kristallzahn, wann der kommt, keine Ahnung. Ist halt wieder so eine Sache. Aber nun was wieder was für Volksjäger unter euch. Wer es möchte, kann es natürlich machen. So, ich fliege jetzt erstmal hier raus. So. So, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Machen wir dann Schlingdorntal, die Beutebucht. Und hier Enoha Donnerbräu in Burg Netagate. Machen wir auf alle Fälle in der nächsten Folge, machen wir da erstmal weiter. Dann wie gesagt, hier haben wir noch ein Gebiet, haben wir noch. Das ist hier unten, verwüstete Lande. Dann haben wir alles hier soweit fertig, was wir mit Allianz machen können. Das dauert noch ein bisschen, aber kommt Zeit, kommt Rat. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin, schöne Dö.